Hallo und schönen guten Morgen. Das hier ist der letzte Tag in meinem kurzen Pfingsturlaub und der vierte Vlogging-Tag. Langsam wird es wirklich anstrengend, aber zum Glück will ich ja nur noch morgen vloggen und das ist ja mein Geschenk an euch für 50.000 Abonnenten. Heute steht eine interessante Abendveranstaltung auf dem Programm, die GoFus. Da bin ich im Vorstand und außerdem treffe ich die Leute von Köln Kickt. Auch da bin ich im Vorstand des Kuratoriums. Was es damit auf sich hat, dazu später mehr. Noch bin ich jedenfalls in Holland und falls ihr euch fragt, ob das nicht nur Urheberrechtsverletzung ist, wenn jetzt die ganze Zeit das Bild da hinten zu sehen ist, denn die Frage kommt doch bestimmt, dann sage ich nein. Kann nicht passieren, denn das Bild habe ich selbst geschossen. So, Morgenstund hat Gold im Mund, heißt es ja immer so schön. Deswegen nutze ich hier im Pfingsturlaub auch mal die Möglichkeit, wieder joggen zu gehen und laufe jetzt gerade den Deich rauf. Ja, Joggen ist leider etwas, was man im sonstigen Arbeitsalltag kaum schafft, aber wir sind ja relativ häufig in Holland und dann nutze ich da jede Gelegenheit. So, ihr seht, dass ihr nichts seht. Hier ist nichts los am Strand von Zoutelande. Kein Wunder, Pfingsten ist auch schon 2 Tage vorbei. Und dann ist das hier wie ausgestorben. Herrlich, um mal wieder den Kopf durchzupusten und auf neue Ideen zu kommen. Es ist auch nicht so, dass ich hier immer ganz untätig wäre. Man kann auch nicht gerade nur von Urlaub im normalen Sinne reden. Was ich hier dann immer so treibe in Holland, das zeige ich euch gleich. So, wie ihr seht, habe ich mich schon wieder in Schale geschmissen, denn es geht jetzt langsam Richtung Deutschland. Und was habe ich heute Morgen gemacht? Zunächst mal rund 100 E-Mails abgearbeitet hier in Holland und dann kam noch eine Anfrage von dem Radiosender Star FM. Die wollten wissen, was ich zu dem heutigen Kabinettsentschluss meine, dass eine Vorratsdatenspeicherung in Deutschland kommen soll. Zwar nur 10 Wochen lang sollen die Daten gespeichert werden, aber immerhin. Das Ganze wird ja sehr kritisch gesehen. Dazu habe ich gerade noch O-Töne produziert. Ganz praktischerweise konnte ich diese O-Töne mit dem iPhone produzieren und dann aus Holland per E-Mail senden. Das iPhone hat mittlerweile so eine gute Qualität, dass man das auch radiofähig senden kann. Jetzt geht's nach Deutschland, zunächst mal nach Dortmund. Und wen ich da treffen werde, das habe ich schon vor einigen Tagen angekündigt. Und insofern lasst euch überraschen, falls ihr nicht die vorherigen Videos gesehen habt. Ich hatte euch ja schon in den letzten Tagen davon berichtet, dass Jacob Applebaum mich angerufen hat, mir E-Mails geschrieben hat und dass das alles irgendwie ganz suspekt war. Und jetzt das Neueste, was passiert ist in den letzten Tagen, war, dass ich eine Zielperson im Rahmen des Supernerds-Programms zugewiesen bekommen habe, die ich überwache, beziehungsweise deren Kommunikationsdaten ich zugeschickt bekomme. Und das war ziemlich skurril. Ich hatte plötzlich Anrufe bekommen, in die ich reingehört habe. Da ging es offenbar um Studienortwechsel. Es ging um E-Mails, die ich teilweise weitergeleitet bekommen habe. Bastian K. aus Brühl war da meine Zielperson und um SMS. Und googelte man dazu ein bisschen im Internet, sah man, dass das Teil des Spiels Super Nerds, was davon echt ist, was Realität ist, was Fake ist und ob ich hier wirklich Überwachungsdaten bekommen habe, das wird sich morgen klären. Dann ist nämlich die Premiere von Super Nerds in Köln. Ich gehe dahin und euch nehme ich mit. So, ich hatte euch ja schon gesagt, dass es weitergeht nach Dortmund und hier schlägt das Herz des Fußballs. Im Hintergrund seht ihr schon ein Gemälde von Norbert Dickel. Und hier seht ihr Norbert Dickel in echt. Hallo Norbert. Hallo. Hallo. Und jetzt kann ich euch auch verraten, was wir hier machen. Norbert und ich sind nämlich im Vorstand der GoFus. Das sind die golfspielenden Fußballprofis. Und Norbert hat die gegründet. Und ich kam irgendwann vor 12 Jahren dazu. Und vielleicht sagst du mal, was wir als GoFus so machen. Ja, wir helfen benachteiligten Menschen. Wir bauen und renovieren Bolz- und Spielplätze und wir kümmern uns um Ausbildungsplätze für Hauptschüler.
Ja, das ist ja mittlerweile relativ viel an Aktivitäten und die Gelder kommen herein über Golfturniere. Vier eigene Turniere, 30 Turniere, die wir im Jahr für verschiedenste Institutionen und Firmen machen. Und wir haben jetzt letzte Woche den 110. Spiel- oder Bolzplatz gebaut. Ja, Das wird also. sich sehen für 9 Jahre, denke ich. Und wen das interessiert, das soll man auf gofus.de vorbeischauen. Und Super dann, Idee. also, dann habe ich, dann ist natürlich bei euch hier in Dortmund, neben den Gofus, tobt, glaube ich, alles im Moment, Norbert, ne? Im Moment ist ein bisschen Chaos. Das Pokalendspiel nimmt natürlich jeden Dortmunder hier irgendwie mit und alle Mitarbeiter von Borussia Dortmund, wo ich auch zugehöre, die sind im Moment Im echt Ausnahmezustand. im Ausnahmezustand, echt unter Spannung. Aber wir freuen uns natürlich auf das Spiel. Pokalendspiel ist was ganz Besonderes. Und wenn über 100.000 nach Berlin fahren, hat das sicherlich einen Grund. Und wie das sich anhört, wenn Norbert Endspiele kommentiert, das habt ihr letztens ja schon in 1Live O-Ton-Charts, die ich zufällig im Radio gefilmt habe, als ich im Auto war. Ich habe heute nochmal geguckt, ich bin immer noch Erster. Ja, das habe ich gehört. Und Norbert und ich, wir müssen aber jetzt zur Jahreshauptversammlung der GoFus und da marschieren wir jetzt hin. Noch einer, der seit der ersten Stunde bei den GoFus mit dabei ist, ist Olaf Thon. Hallo, Olaf. Ja, hallo. Vielleicht kannst du mal sagen, was hat dich motiviert, bei den GoFus mitzumachen und was sind die GoFus für dich? Ja, 2001 hat Nobby ja die Idee mit ein paar anderen gehabt und ich spielte ja noch bis 2002 und war aber dann schon bei dem ersten Turnier dabei und habe mir gedacht, boah, Golf, ob das was für mich ist. Ja, und jetzt spiele ich schon 14 Jahre oder ja, sagen wir, nachdem ich aufgehört habe, 2-2, 13 Jahre, ich möchte es nicht missen, vor allen Dingen für die gute Sache, für Kinder in Not, denen es nicht so gut geht, Bolzplätze, Spielplätze, Ausbildungsplätze und noch nette Leute trifft man auch. Ja, und man muss sagen, ich finde auch ein ganz angenehmes Trüppchen, die GoFus, auch kann man sagen, und wir können natürlich auch gut feiern. Ja. Und das machen wir jetzt noch nicht, denn noch stehen ein bisschen Sitzungen an, aber gleich werden wir vielleicht genau. zusammen ein Bierchen trinken. Ja. So, die Verwaltungsratssitzung und die Mitgliederversammlung der GoFus sind gut verlaufen. Und Teil dieser Versammlung war auch eine Präsentation der Rheinflanke mit Köln kickt. Und auch das ist ein Engagement von mir, ein soziales Engagement, Köln kickt. Das ist der Sebastian Körber. Hallo Sebastian. Hallo. Und du bist Gründer der Rheinflanke und Köln kickt. Vielleicht kannst du mal sagen, was ist Köln kickt? Was macht ihr und worum geht's? Ja, es geht darum, dass wir erkannt haben, dass man mit dem Sport ganz wunderbar erstens junge Menschen erreichen kann. Vor allen Dingen junge Menschen auch da erreichen kann, wo sie vielleicht so von der Jugendhilfe herkömmlicher Art nicht mehr so gut erreicht werden. Das funktioniert einfach mit dem Ball wunderbar, weil Fußball und der Sport insgesamt ist eine kulturübergreifende Sprache, mit der man sehr schnell Begegnung, auch gute Laune erzeugen kann. Und mit dieser guten Laune und dem Kontakt, den wir zu Jugendlichen auch da, wo die Chancen einfach schlechter sind und wo Lebensbedingungen schwieriger sind, also in Brennpunktgebieten der Großstädte, da sind wir dann mit dem Ball unterwegs und scharren junge Leute um uns, weil wir eine Philosophie und die Überzeugung haben, dass sie genauso die Chance im Leben verdient haben wie viele andere Menschen auch. Und diese jungen Leute hattet ihr heute hier dabei. Das war also wirklich sehr interessant. Die haben mal berichtet, wie die zu euch gekommen sind und es dann auch in einen Ausbildungsplatz geschafft haben. Das war Ja, schon toll. wir sind ja keine Freizeitorganisation. Wir machen Jugendhilfe. Das machen wir mit einer pädagogischen Zielsetzung und auch mit einer Strategie, in einer Leitlinie. Die heißt, die Menschen, die bei uns in den Projekten zu uns stoßen, die sollen eigentlich durch unsere Hilfe selbst ermächtigt werden, in die Lage kommen, ihre eigenen Potenziale zu erkennen. Da brauchen sie ein Stück Hilfe. Manchmal auch brauchen sie uns an der Hand, aber damit sie im Job und auch, sprich, in der Gesellschaft, jetzt pathetischer gesagt, auch ankommen. Ja, und die Potenziale, die habe ich heute auch erkannt. Und das war toll, dass ihr da wart. Und jetzt essen wir zusammen eine von Norbert Dickels Currywürsten, die er Das normalerweise ist hier wunderbar. in Dortmund verkauft, aber wir kriegen die hier exklusiv. Das ist Das wunderbar. Und probieren wir jetzt dafür mal. nach Dortmund zu fahren, ist für den Rheinländer dann auch eine wunderbare Sache. Eine Reise wert. Wir haben Hunger und legen jetzt los. Ciao. Wir haben jetzt 23 Uhr.
Mittlerweile bin ich wieder in Köln angekommen aus Dortmund. Und ihr mögt euch vielleicht fragen, was war das jetzt für ein Tag im Leben eines Anwalts? Der war irgendwie in Holland, nachher bei irgendwelchen Fußballern. Naja, aber trotzdem, so sehen meine Tage aus. Das muss ich tatsächlich auch sagen. Auch solche Events wie Köln kickt, wie die GoFus, die gehören einfach zu meinem Anwaltsleben dazu. Als Anwalt muss man auch ein bisschen zusehen, dass man sich unter die Leute begibt, tummelt. Denn so entsteht vielleicht das Geschäft. Das ist das Thema Akquise. Es geht ja nicht nur darum, immer Fälle zu lösen, sondern auch vielleicht bekannt zu sein und in dem Moment, wo die Leute ein juristisches Problem haben, parat zu sein, und dann wird man entsprechend auch angesprochen. Insofern gehört zum Leben eines Anwalts auch dazu, dass man sich sozial engagiert und zwar nicht nur aus geschäftlichen Interessen, sondern auch, weil man das für einen guten Zweck macht. Und solche Abende enden dann einfach etwas später. Morgen steht wieder ein interessanter Tag in der Kanzlei bevor. Phoenix will vorbeikommen und ein Radiointerview muss ich geben. Außerdem natürlich etliche Fragen von den Mitarbeitern, weil ich jetzt ein paar Tage nicht im Haus war, auch wenn ich die E-Mails immer abarbeite. Aber trotzdem ersetzt nichts die Live-Präsenz. Und morgen nehme ich euch natürlich den letzten Tag dann nochmal mit in die Kanzlei. Und da bin ich auch froh, dass ich meine Videoblogger-Zeiten erstmal ad acta legen kann und vielleicht mache ich das nochmal bei 100.000 Fans. Euch gute Nacht und ich beende jetzt auch den Abend. Bis dann. Tschüss.